Die Börsen steigen wieder seit Monaten und viele Anleger schütteln den Kopf und denken sich, so hohe Indexstände in so einem Umfeld, das ist komplett irrational. Ist die Rallye, die wir gerade haben, ist die absurd oder ist sie gerechtfertigt? Und es gibt für die steigenden Kurse und für weiter steigende Kurse auch gute Gründe. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Rekordgewinne zum Beispiel bei den DAX-Unternehmen. Wie schaffen das die Unternehmen bloß immer wieder? Ganz einfach, indem sie uns über den Tisch ziehen. Bestes Beispiel, das hier habe ich mir neulich mal wieder gekauft. Drei Portionen Spaghetti, der Klassiker, und die Packung enthält 252 Gramm Spaghetti, 110,4 Gramm Tomatenmark und 17,4 Gramm Würzmischung. Was sie aber nicht mehr enthält, das ist Käse. Ich schwöre Ihnen, früher war da mal Käse mit drin und jetzt steht man dann aber nachts um eins am Herd ohne Käse und hat dann wirklich nur noch die Tomatenpampe. Und so ist es natürlich auch keine Kunst, seinen Gewinn zu steigern, wenn man den Leistungsumfang reduziert. Klar, man muss sich natürlich auch keine Fertiggerichte kaufen. Man sollte sowieso alles ganz anders machen. Es gibt ja auch Studien, die besagen, wer zweimal die Woche eine Stunde laufen geht, der verlängert damit sein Leben um 2 Jahre. Aber die ganze Zeit, die sie dann gelaufen sind, die müssen sie davon natürlich auch wieder abziehen. Und abgesehen davon, wer dauernd Sport macht, der hat noch weniger Zeit und der braucht dann auch wieder mehr Fertiggerichte. Aber apropos Lebenszeit, ist es sinnvoll für uns als Anleger, dass wir Zeit aufwenden und Hirnschmalz und uns immer wieder die Frage stellen in jeder Situation, gehen jetzt die Börsen weiter rauf oder gehen sie runter? Wir sind jetzt nämlich auch wieder in einer Marktphase, die schon ziemlich viele Anleger ziemlich auf dem falschen Fuß erwischt hat. Weil die Inflation, die hat ja en masse Kaufkraft vernichtet bei den Leuten. Und die Zinsen sind gestiegen und die lähmen das Wachstum auch weltweit. Und Deutschland und die Eurozone sind ja auch schon in einer Rezession. Und trotzdem haben wir neue Rekordstände beim DAX, trotzdem haben wir eine Rallye an der Nasdaq, bei den Technologieaktien hauptsächlich, aber auch der breite S&P 500 Index ist jetzt wieder in einem Bullenmarkt. Der ist natürlich besonders wichtig und hier haben wir ihn auch, den 2-Jahres-Chart, der ist von TradingView. Letztes Jahr ist der S&P 500 abgerutscht, aber seit Oktober geht es eben wieder aufwärts. Und dadurch, dass er von seinem Tief jetzt wieder um mehr als 20% gestiegen ist, damit hat er sich aus dem Bärenmarkt befreit und ist jetzt definitionsgemäß eben wieder im Bullenmarkt. Eine schöne Sache, aber ist es auch gerechtfertigt? Oder sind die Anleger da schon wieder blind vor Euphorie sozusagen und das Ganze ist komplett irrational? Es ist noch gar nicht lang her, dass es eine andere Rallye gegeben hat, die auch erstmal als völlig absurd bezeichnet worden ist, nämlich die Covid-Erholungsrallye. Hier haben wir nochmal den S&P 500 Index, diesmal von 2020 bis Ende 2021. Das war hochdramatisch damals, das Virus ist ja aufgetaucht, der Markt ist in kürzester Zeit um fast 35% eingebrochen und danach kam dann aber dieser spektakuläre Anstieg um mehr als 100%. Und speziell in den ersten Monaten, da haben viele gesagt, das geht niemals gut, der Markt wird nochmal komplett einbrechen, weil man darf ja nicht vergessen, wie verheerend das alles erstmal ausgesehen hat. Aber im Nachhinein, da hat sich dann eben auch herausgestellt, die großen Volkswirtschaften, die sind in dieser Krise eben nicht zusammengebrochen, sondern im Gegenteil, durch die ganzen Wirtschaftshilfen, da haben danach sogar viele mehr Geld gehabt als vorher. Und natürlich dann eben auch wieder extrem niedrige Zinsen, so dass man dann auch gesagt hat, die Anleger haben das gesagt, es gibt zu Aktien keine Alternative. Das war eins von den großen Schlagwörtern. Tina, there is no alternative. Außer dem Miesel, mir ist so langweilig, das habe ich selber erfunden, dass eben damals jeder vor lauter Langeweile nur noch mit Aktien gehandelt hat. Und drittens FOMO, Fear of Missing Out. Das ganz große Thema damals.
Viele Marktteilnehmer haben eben gesagt, die Kurse steigen und ich kaufe jetzt auch. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass das richtig ist, aber ich kann es mir auf der anderen Seite eben auch nicht leisten, dass der Markt jetzt steigt und ich bin nicht dabei. Heute ist die Situation anders, eine ganz andere Lage. Die Leute beschäftigen sich nicht mehr nur noch mit Aktien. Sie dürfen jetzt nämlich wieder das Haus verlassen. Das stellen wir hier auch schmerzlich fest bei den Zugriffen auf unsere Finanzvideos. Und dass es keine Alternativen mehr gäbe zu Aktien, das stimmt auch nicht mehr. Aber was sehr vergleichbar ist nach wie vor und was auch wieder eine ganz große Rolle spielt, meiner Meinung nach, das ist eben FOMO. Die Rallye läuft wieder. Wir müssen auf den Zug aufspringen, ob wir wollen oder nicht. Und viele wollen eigentlich gar nicht. Ich habe hier Anfang Mai ein Video gemacht und darauf hingewiesen, dass speziell bei den großen Institutionellen ja die Stimmung wirklich schlecht ist. Aber ich habe eben auch darauf hingewiesen, dass genau das die Erholungsrallye natürlich zusätzlich noch antreiben kann, weil wenn große Fonds zum Beispiel, die ja an ihrer Performance auch gemessen werden, wenn die in Aktien untergewichtet sind und wenn der Markt dann steigt, dann ist die Wahrscheinlichkeit eben hoch, dass die dann mit ihrem vielen Geld auch noch nachkommen und den Markt weiter hochtreiben. Falls Sie das Video damals verpasst haben, das wäre Ihnen natürlich nicht passiert als Kanalabonnent. Dann kriegen Sie nämlich, wenn Sie auch auf die Glocke gehen, dann kriegen Sie angezeigt, wenn neue Videos da sind von mir und auch zu welchem Thema. Und mich würde das dann auch wenigstens ein bisschen dafür entschädigen, dass Sie jetzt nicht mehr in Quarantäne sind und nicht mehr den ganzen Tag Videos anschauen müssen, so wie damals. Aber wie auch immer, das Missverhältnis zwischen Marktentwicklung und dem Pessimismus bei den Großanlegern, das hat sich seit diesem Video sogar noch mal verschärft. Inzwischen haben wir nämlich neue Ergebnisse von der Bank of America. Die führt ja einmal im Monat diese Umfrage durch bei den großen Institutionellen, die insgesamt 660 Milliarden Dollar verwalten an Kapital. Und in der Mai-Umfrage, da waren sie sogar noch pessimistischer jetzt. So hat sich das entwickelt. Der Index hier, das ist eine Mischung aus Konjunktureinschätzung und der Gewichtung von Aktien relativ zu Cash. Es ist der höchste Pessimismus seit Jahresbeginn bei den Großanlegern. Nicht ganz so schlecht wie auf dem Tief im Oktober, aber immer noch genauso schlecht wie auf dem Höhepunkt der Finanzkrise 2008 und auch deutlich schlechter als im Covid-Crash. Und was eben auch sehr interessant ist, normalerweise haben wir ja solche Stimmungstiefs, wenn eine Krise gerade akut ist und nicht, wenn die Börsen seit einem Dreivierteljahr schon wieder gut laufen. Und ein solches Auseinanderklaffen von Stimmung und Marktlage, das ist eben sehr untypisch und fast schon eine explosive Mischung, würde ich sagen. Und es wird auch nicht besser dadurch, dass wir von anderen Stimmungsindikatoren ein ganz anderes Bild kriegen. Das hier ist zum Beispiel der Fear and Greed Index von CNN. Da fließen die tatsächlichen Marktentwicklungen auch mit ein, zum Beispiel eben die Renditeaufschläge von Junkbonds oder auch die Käufe von Put und Calls, die wir gerade haben. Und da bei diesem Index, da sind wir eben inzwischen schon wieder bei extremer Gier, die in den letzten Wochen auch nochmal deutlich gestiegen ist. Und das ist natürlich nicht gut und das spricht kurzfristig zumindest jetzt auch für einen Rücksetzer. Aber wie sieht es grundsätzlich aus? Ist grundsätzlich diese Rallye gerechtfertigt? Was man auf jeden Fall positiv schon mal vermerken kann, das ist, dass auch diesmal wieder mal die Welt trotz Krisen nicht untergegangen ist und dass die ganze Wirtschaft und auch das ganze System jetzt nicht zusammengebrochen ist an den hohen Zinsen zum Beispiel. Die ganz pessimistischen Szenarien, die haben sich also wieder mal nicht erfüllt. Und gleichzeitig sieht man am Markt ja auch, dass die Inflation jetzt wieder zurückgeht und dass da der Trend eben auch positiv ist. Und außerdem haben wir ja auch gesehen, und damit sind wir jetzt wieder bei den Spaghetti, es geht den Unternehmen bei weitem nicht so schlecht im Moment wie gedacht. Sie haben die gestiegenen Preise weiterreichen können und sie haben sogar zusätzlich noch was draufgeschlagen, obendrauf. Es ist tatsächlich so, ich bin ausführlich darauf eingegangen in einem Video hier vor einem Monat,
Der Anteil der Firmengewinne am Bruttoinlandsprodukt in den USA, der war letztes Jahr auf dem höchsten Niveau seit 1950. Die Inflation war also wider Erwarten gut für die Unternehmen. Also warum sich Sorgen machen? Es sieht doch alles ganz gut aus. Aber sind wir jetzt wirklich in einem Umfeld, wo man sagen kann, auf absehbare Zeit ist es für Aktien genauso gut oder vielleicht noch besser wie bei den letzten Indexrekordständen da Anfang 2022, wo wir noch Leitzinsen gehabt haben von null? Meine Prognose war bis vor kurzem, wir werden in diesem Jahr an der Börse nochmal einen Dämpfer, bekommen. Im Moment bin ich mir da aber gar nicht mal so sicher, weil ehrlich gesagt, wir sehen zurzeit Börsen, die wirklich stark sind. Sie stecken die hohen Zinsen weg, sie stecken Rezessionssorgen weg und sie stecken ja auch so Sachen wie die Bankenkrisen, die wir gehabt haben im März, ziemlich gut weg. Und es ist ja außerdem auch nicht abwegig, wenn es jetzt doch mal Rücksetzer gibt, dass die dann auch gleich wieder gekauft werden von den großen Institutionellen, die ja bis jetzt untergewichtet sind. Also eigentlich müsste man sagen, bahnfrei für die Rallye. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass viel von dieser Rallye im Moment eben einfach auch nur Trendfolge ist und auch Sorglosigkeit und FOMO. Es wird mit Sicherheit oder sehr wahrscheinlich einiges besser sein in Zukunft, aber diese Normalisierung, mit der man jetzt eben rechnet und die jetzt kommen soll, die wird nicht so toll ausschauen, wie das viele glauben. Die Inflation geht eben nach wie vor nicht von selbst zurück, auch jetzt nicht. Daran hat ja die Fed zum Beispiel gestern auch die Anleger wieder erinnert, ziemlich unsanft. Und der Schaden ist eben auch schon angerichtet. Die Unternehmen haben ihre Margen zwar halten können, aber auf Kosten der Verbraucher. Und das geht nicht ewig so. Die Verbraucher erleiden harte Kaufkraftverluste, die wollen sie sich wieder zurückholen jetzt über Lohnerhöhungen. Und entweder gelingt ihnen das, das geht dann aber nur auf Kosten von den Unternehmen, oder es schiebt die Inflation wieder an. Und wenn es ihnen nicht gelingt, dann wird aber ihre Nachfrage früher oder später zurückgehen. Es bleibt also dabei, wenn die Inflation verschwinden soll aus dem System, dann zahlt irgendwer dafür einen Preis. Und damit sind wir wieder bei den Spaghetti. Der Käse kommt nicht mehr zurück für uns. Die herrlichen Zeiten, die wir gehabt haben vor 2 Jahren noch mit Niedrigzinsen, mit einer niedrigen Inflation und gleichzeitig aber trotzdem immer noch mit einem soliden Wachstum. Das gibt die Lage, so wie sie jetzt ist, eben bis auf Weiteres einfach nicht mehr her. Und es ist auch ein Irrtum, wenn man glaubt, dass zum Beispiel diese Zinserhöhungspause, so wie wir sie gestern gehabt haben in den USA, dass das automatisch das Signal dafür ist, dass jetzt alles wieder besser wird. Für die Börsen stimmt das nicht, zumindest nicht statistisch. Das hier ist die durchschnittliche Entwicklung vom S&P 500 Index in früheren Zinssenkungszyklen im Durchschnitt. Die Grafik ist von MarketWatch, die Daten sind von Haver Analytics und Rosenberg Research. Wenn die Fed die Zinserhöhungen stoppt, ist man meistens noch in einer Aufwärtsbewegung. Die geht dann auch noch ein paar Monate lang. Da läuft es dann so weiter. Und mit der ersten Zinssenkung, da fängt dann aber schon die Abwärtsbewegung an und man rutscht dann klassisch in eine Rezession. Und der Markt erholt sich dann auch erst wieder nach der letzten Zinssenkung und kurz vor Ende von dieser Rezession. Es muss natürlich diesmal nicht genauso sein, aber es ist eben auch nicht undenkbar. Also haben jetzt die Leute recht, die sagen, es macht doch keinen Sinn, wenn man sich über die Börsen da dauernd solche Gedanken macht, wo man gerade steht. Es kommt ja sowieso nichts dabei raus. Klar, eine hundertprozentige Antwort und hundertprozentige Erkenntnis kriegt man nie. Und im Moment ist es auch ganz besonders schwierig, das gebe ich zu, weil wir vom Sentiment her und von der Positionierung her von den Leuten, ja, da haben wir Signale, die wirklich extrem sind, die auch widersprüchlich sind und die auch sehr untypisch sind. Aber darum muss man sich selber ja nicht gleich extrem positionieren als Anleger. Es gibt ja nicht nur voll investiert sein und gar nicht investiert sein, es gibt ja auch sehr viel dazwischen noch. Die Rallye kann erstmal weitergehen, würde ich sagen, aus den genannten Gründen, aber wir sind eben auch schon wieder auf hohen Niveaus und ich persönlich sehe es schon so,
dass man als Anleger, wenn jetzt die Rallye weitergeht und wenn dann die Meldungen wahrscheinlich natürlich auch wieder euphorischer werden, dass es dann vielleicht unter Umständen schon ganz gut ist, wenn man sich nicht zu sehr mitreißen lässt von dem Ganzen, dass man dem auch vielleicht nicht zu aggressiv hinterherläuft, sondern dass man noch im Hinterkopf irgendwie hat, ganz unproblematisch ist es mit der Rallye im Moment nicht. Und was den Käse betrifft, ich habe natürlich recherchiert und ich bin auch fündig geworden im Wikipedia-Eintrag von Miraculi. Hier ist der Beweis, der komplette Packungsinhalt mit Käse. Es hat ihn gegeben bis 2019 und dann ist er aber ersatzlos gestrichen worden. Und was ich aber auch erfahren habe, auf der Plattform Change.org, das ist eine große Aktivistenplattform für alle Menschen, denen nicht egal ist, was auf der Welt passiert, da findet das Thema statt und da gibt es auch die Online-Petition, gebt uns den Parmesan zurück. Und dabei ist mir wieder mal klar geworden, das Internet kann die Welt wirklich verändern und besser machen. Und in dem Zusammenhang kann sich noch jemand an den Analog-Käse-Skandal erinnern. Es ist irgendwann mal rausgekommen, dass in vielen Produkten irgendwas ist, das wie Käse aussieht, aber alles andere ist. Das war damals ein Riesenaufschrei. Hier kann man es sehen. Das war damals sogar der Taz zu viel. Aber jetzt ist es plötzlich genau umgekehrt. Viele wollen sich vegan ernähren. Und was ist jetzt hip? Was ist das neue Trendprodukt? Der gute, alte, billige, widerliche Analogkäse. So ändern sich die Zeiten. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Hier geht es demnächst um Xi Jinping und um die Wirtschaftspolitik der chinesischen Kommunistischen Partei. Und außerdem ist hier auch ein Beitrag geplant zum Klimaschutz und zum Klimazertifikatehandel. Würde mich freuen, wenn Sie dann auch wieder dabei sind, vielleicht ja auch als neuer Abonnent von diesem Kanal. Bis dahin alles Gute Ihnen. Dankeschön fürs Zuschauen.